Hallo liebe Mitglieder, es ist wieder Donnerstag, das heißt eine Runde Core. Wenn du deinen Trainingserfolg festhalten möchtest, schnapp dir dein MySongurt und dein Handy, leg den Gurt um und dann kannst du direkt losgehen. Wir starten mit unserem Warm-up auf dem Boden. Das heißt, wir gehen einmal in die Rückenlage, Hände an die Schläfe, Füße sind aufgestellt. Wir legen los mit dem C-Crunch im Tempo 2-2. Mach dich bereit, es geht los. In, out, out. Wir gehen am vorderen Bein vorbei. Und wieder zur Mitte. Jetzt bleibt das hintere Bein in der Luft. Und wir gehen vorbei. Zur Mitte. Ganz tief die Schulter, wenn man schon mal schön weit vom Boden ab. Und verschafft ihr schon mal Spannung im Bauch. Komm, einmal am hinteren Bein. Wir stellen die Beine ab. Zwei Füße auf den Füßen. Links, rechts, links. Puls, Puls, links, rechts, links. Zieh die Schulter, wenn du nach hier dann machst du mal vom Boden ab. Und schau mal, was du mit deinem Bauch machst. Ja, das ist unsere Warm-up-Runde. Aber ich garantiere dir, auch die wird anstrengend. Let's go, Team. Pass auf, einmal mehr. Wir gehen hier in den C-Crunch, Tempo 2-2, ab jetzt. In, out, out. Dann vorne rein vorbei. Und wieder zur Mitte. Pass auf, wir ändern das Tempo. 3 zusammen und schnell raus, ab jetzt. 3, 2, 1, out. Vorne rein, selbes Tempo. Wieder zur Mitte. Wir machen 16 Pulse zu den Füßen, ab jetzt. Puls, ja. Wie hoch kommst du denn noch? Test es mal aus. Wir wollen die Spannung im Bauch. Pass auf, wieder 2 Pulse, diesmal rechts, links, rechts. Ab jetzt. Puls, Puls, rechts, links, rechts. Ja, fast geschafft. Das ziehen wir jetzt auch noch durch. Körbchen. Wow, das ist gleich vorbei. Pass auf. Arme rechts und links frei. Kipp durch. Kipp hier. Langsam hoch. Oben kurz halten. Und langsam wieder tief. Wir gehen wieder nach oben. Hier unten kommt jetzt die Bewegung. Rechts hoch, links hoch, down, down, 2 Pulses. Ab jetzt. Ab, ab, down, down, Puls, Puls. Halt die Spannung in deinem Gesäß. Über die ganze Zeit. Ja, wir sind fast am Ziel. Warm-up gleich rum. Das heißt, du hast dann kurz die Möglichkeit, was zu trinken. Und ich stelle dir schon mal unsere erste Übung vor. Ja. Und geschafft. Schnapp dein Knie, roll dich nach oben. Und wir legen mit unserem eigentlichen Workout los. Oh, Musik bitte ein bisschen leiser knallen, dass die nur noch im Hintergrund ist. Ich mache euch die Übung immer einmal vor in der Zeit, wenn ihr noch Pause habt. Wir bleiben 40 Sekunden in der Belastung, haben dann 20 Sekunden Pause. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Belastung, damit wir alles aus unserem Bauch, beziehungsweise unserer Körpermitte rausbringen. Wir legen los in der Fremdposition. Das heißt, wir setzen die Füße auf und die Hände halten unter die Schultern. Und wir halten diese Position nicht nur einfach, sondern wir gehen jetzt gleich immer auf den Händen. Viele von euch kennen die Bewegung aus dem Kursbereich. Das heißt, es sollte für euch kein Problem sein. Ich drehe mich einmal in eine andere Richtung, dann habe ich die Uhr ein bisschen besser im Blick. Wir legen los in 8 Sekunden. Das heißt, mach dich langsam bereit. In 3, 2, 1, los geht's. Wichtig, dass du immer stabil bleibst, den Bauch fester hältst. Und das für die volle Zeit. Probier nicht so weit auszuweichen mit der Hüfte, sondern halt die dauerhaft stabil.
Ja, zieh's durch. Dann die Hälfte geschafft. Mach die Schritte mal schön groß. Und schau mal, wie viel das steckt. Noch 10 Sekunden. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. 20 Sekunden Pause. Wir gehen in die Bewegung, dass wir immer rausgehen, Knie absetzen, wieder hoch, reingehen, Knie absetzen, wieder hoch. Okay? Kurze Pause, wir starten. In 5, 4, 3, 2, 1. Aus, aus, tief, hoch, in, tief, hoch. Auch hier wieder wichtig, wir halten die Stabilität, bleiben fest im Bauch. Möchtest du ein bisschen mehr Spannung generieren, setz dich in die Runden nicht auf den Boden ab, sondern halte sie mal leicht in der Luft. Tja, wir haben es gleich geschafft. 10 Sekunden noch. Das ist ziemlich ruhig, oder? 4, 3, 2, 1 und stopp. Letzte Übung im Block. Wir springen all in. Das heißt, du entscheidest, entweder springst du nur hier ins all in oder setzt die Knie mit ab. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer. Mach dich bereit in 3, 2, 1. Los geht's. Ja. Halt auch irgendwie die Stabilität im Bauch. Spann alles an. Den Bauchnabel nach hinten und nimm diese Spannung. Du hast gleich eine Pause. Erstmal ziehen wir das ja durch. Überlegst du nochmal. Gehst du in die Option, springst du noch heute, dann nimmst du die Knie mit. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Pause. Du hast eine Minute Zeit zum Durchatmen, bevor wir in unsere nächste Übung starten. Dafür kannst du, wenn du möchtest, zwei Wasserflaschen zu dir nehmen, mit denen wir jetzt gleich in die Superman-Bewegung gehen. Für die erste Variation brauchen wir die Wasserflaschen und nicht. Wir bewegen uns im Bauchlagen, Knie und Füße gehen vom Boden weg. Und wir ziehen uns in den Grundformen in den anderen Körper nach. Okay? Du hast noch 10 Sekunden Zeit zum Durchatmen. Dann darfst du mich bereit machen. Und wir starten gemeinsam mit 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Generiere schöne Spannung im unteren Rücken und zieh schön weit mit dem Oberkörper vorm Boden ab. Du hast auch hier immer die Variante, wenn es dir zu schwer wird, die Füße und die Knie abzulegen, sondern du musst unten nur noch deinen Oberkörper bewegen. Das macht es dir etwas leichter. Tja, wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Wir haben wieder unsere kurze Pause in 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. 20 Sekunden wieder hier zum Durchatmen. Wenn du soweit bist, schnappst du dir dann deine zwei Wasserflaschen. Wenn du sie dazu nehmen möchtest. Wir machen dieselbe Bewegung und starten in 3, 2, 1. Los geht's. Das Ganze jetzt mit ein bisschen extra Gewicht. Du entscheidest, wie voll deine Wasserflaschen sind. Manchmal reicht auch schon nur eine leere Glasflasche. Die hat schon ein bisschen was an Gewicht in der Position. Das sollte man nicht unterschätzen. Tja, wir haben die Hälfte wieder geschafft. Los geht's. Noch 10 Sekunden. Langsam sollten wir es uns gedrückt merken. Pause. 5, 4, 3. 1 und stopp. Das fühlt sich doch gut an, oder? Um das Ganze jetzt gleich noch ein bisschen mehr auszubauen,
gehen wir in die Schwimmbewegung. Das heißt, wir schnappen uns die Wasserflaschen, Arme und Beine an und gehen in diese Schwimmbewegung. Okay? Macht frei in 3, 2, 1. Los geht's. Ja, das wird jetzt die anstrengendste Übung der Dreierkombi. Aber das ziehen wir gemeinsam durch. Tja, wir haben die Hälfte jetzt gleich geschafft. Spanne unsere Rücken schön an und schau mal, wie viel du rausholen kannst und wie schnell du schwimmen kannst. Tja, die letzten 10 Sekunden laufen. Wir haben 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Perfekt. Wieder eine Minute Zeit. Du kannst was trinken, wenn du möchtest. Das mache ich auch schnell. Und dann geht es gleich weiter. Wir machen wieder ein bisschen weiter mit unserem Bauch. Kurze Pause, die will ich noch machen. Wir gehen in die Russian Twist Bewegung. Sprich. Du kannst hier deine Wasserflaschen schon mal reinstellen. Du brauchst eine Möglichkeit wieder für die Russian Twist Bewegung. Wir heben hier einfach die Füße vom Boden an, endlich mal gegen rechts, links und rechts. Okay? Mach dich bereit, wir starten mit 3, 2, 1. Los geht's. Probier die Hände immer schön weit rechts und links vom Körper abzustrecken. So dass wir eine schöne Spannung im Bauch kriegen. Sehr gut. Hälfte ist geschafft. Halte Spannung. Wenn es zu anstrengend wird, Füße auf den Boden. Aber bleib in der Bewegung. Das ist das Wichtige. Tja. Wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Das Ganze kriegen wir natürlich auch wieder ein bisschen schwerer. Wir schnappen uns hier unsere zwei Wasserflaschen oder eine, je nachdem, wie viel Belastung du haben möchtest. Vor den Körper, Hände wieder, Beine durch, wir schlafen in 3, 2, 1. Los geht's. Selbe Bewegung hier. Du schaust mal, wie viel du aus deinem Bauch rausholen kannst. Wird es anstrengend, jederzeit wieder Füße auf den Boden oder die Flaschen zur Seite wegstellen. Hauptsache, du gibst nicht auf und bleibst mit uns in der Bewegung. Tja, wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Noch 10 Sekunden. Let's go, Team. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Wir haben noch einmal 40 Sekunden volle Belastung. Wenn du möchtest, wir haben mit den Wasserflaschen. Wir gehen rechts, links, strecken uns einmal komplett. Wow. Das klappt schon nicht mehr. Machen wir nochmal schöner, oder? Rechts, links, strecken, zusammen und dann wieder rechts, links. Okay? Mach es frei. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Komm. Einmal volle Belastung. Ihr merkt es auch schon. Wie ihr eben das Vormachen wahrscheinlich sicher nicht merken konntet. Wenn du die Option möchtest, bleib hier oben. Nur rechts, links. Oder auch ihre Füße abstellen. Rechts, links, die Bewegung. Ansonsten wieder Füße in die Luft. Rechts, links, Streckung. Zusammen, rechts, links. Für die letzten 3, 2, 1 und stopp. Sehr gut. Ihr habt wieder eine Minute Zeit zum Durchatmen. Wir haben noch zwei Blöcke. Kurzes Cooldown lang. Und dann haben wir es geschafft. Wir gehen wieder in eine Plank-Variation. Wir fangen am Anfang an, ganz normal Plank bzw. Rotarmstütz, je nachdem, was du lieber machst, 40 Sekunden lang halten. Ich gehe in den Rotarmstütz,
Das heißt, Ellbogen unter die Schultern, einfach lang machen und halten. Okay? Wir starten gemeinsam in 3, 2, 1. Los geht's. Jump. Lass deinen Körper ein schönes Brett fallen. Bleib stabil. Und hol nochmal alles aus deinem Bauch raus. Ich weiß, das ist anstrengend. Aber für uns kein Problem. Weil wir wollen ja gemeinsam unsere Ziele erreichen. Komm. Wir halten noch für 15 Sekunden. Jetzt mal aufgeben die ganze Nähe. Das ziehen wir durch. Wir haben noch 5. 4, 3, 2, 1 und stopp. Auch hier wieder. Kurze Pause. Und dann gehen wir in den Anschluss, drücken uns jedes Mal raus, hoch auf die Hände und wieder zurück. Wir drücken uns 20 Sekunden lang mit dem linken Arm hoch, dann wechseln wir gemeinsam und drücken uns 20 Sekunden lang mit dem rechten Arm hoch. So dass wir beide Seiten gleichmäßig trainieren. Wenn du bereit bist, wenn wir brauchen, können wir den Unterschied. Wir starten in 3, 2, 1. Über links nach oben drücken und wieder tief. Sehr gut, tief. So, mach dich langsam bereit für den Wechsel. Ab jetzt über den rechten Arm. Das heißt, einmal für den Wechsel. Zum frischen Arm. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Letzte Variation, die wir haben, ist es, dass wir den Außenunterarmstütz aus dieser Position Ellbogen sind unter der Schulter nach oben rausdrücken, sprich gleichzeitig über die Hände nach oben kommen. Ist nicht zu schwer, geh gerne auf die Knie und drück dich von hier raus. Das ist kein Problem. Aber ich gebe euch noch 10 Sekunden Zeit, dann starten wir gemeinsam. Wir gehen in die Ausgangsposition und legen los in 3, 2, 1. Let's go. Tja. Sollten die beiden Optionen zu schwer sein, bleib einfach ganz normal im Unterarmstütz oder geh wieder auf die Knie und drück dich von hier nach oben auf die Arme. Tja, wir aktivieren damit noch ein bisschen unseren Trizeps. Los geht's. Wir bleiben noch drin. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Sehr gut. Wir haben wieder eine Minute Zeit, um kurz noch was zu trinken, bevor wir in unseren letzten Block starten. Nutzt die Zeit, locker kurz deinen Körper und dann geht's gleich weiter. Wir sind fast am Ziel, Team. Wir haben schon weit über die Hälfte geschafft. Wir geben uns wieder andersrum in Rückenlage. Beine sind aufgestellt. Wir kennen die Bewegung aus dem Warm-up. Wir gehen ins Ziel-Rush. Einfach zusammen. Und wieder tief. Ist jetzt zu schwer. Lass ihn einstehen. Und gehen nur in den Crunch. Das ist unsere erste Bewegung. Mit der starten wir. 5, 4, 3, 2, 1. Einfach Zielkrunch zusammen. Schulterblätter in den Arm. Tempo muss nicht so schnell sein. Wir wollen noch ein bisschen was aus unserem Bauch rausholen. Ganz tief. Hälfte von der Übung ist geschafft. 4. 3, 2, 1 und stopp. Kurz entspannen wir hier. Wir gehen wieder in den Ziehkrunch, nur wenn wir auseinander gehen, gehen abwechselnd unsere Beine mit.
Das heißt, streck immer ein Bein, wenn wir hoch zusammenkommen, als wir das Bein und das andere Bein lang. Pass auf, wir starten. 3, 2, 1. Los geht's. Mach das Bein schön lang. Wichtig, dass du dir darauf achtest, dass wir nicht ins Hohlkreuz fallen. Press den Bauch tief in den Boden und streck dich so lange du kannst. Ja. Ist dir das zu anstrengend? Gehst du einfach der Pendel ins Tiefratsch? Nimm das Bein wieder ganz normal mit nach oben und wieder zum Boden. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Und stopp. Das war unsere zweite Kombi. Wir haben die letzte Kombi, dass wir in den Ziegler stehen und beide Beine mitnehmen. Okay? Diese Kombi machst du bis zum 50. nur, wenn du dir sicher bist, dass der Teil hier von deinem Körper fester unten auf der Matte liegt und wir nicht nach oben abheben. Okay? Mach's so lang. Für 5, 4, 3, 2, 1. In und lang strecken aus. Sehr gut. Ja. Das schaffen wir gemeinsam. Hälfte ist geschafft. Denk an deine Option. Entweder nur ein Bein mitnehmen oder beide Beine zum Boden mitgehen lassen und wieder zusammen. 5, 4, 3, 2, 1. Und schaffen. Jetzt haben wir so viel für den Bauch getan. Ich würde sagen, eine kleine extra Runde für unseren unteren Rücken, beziehungsweise unsere hintere Kette, können wir noch mal machen, oder? Pass auf, ich zeige euch schon mal die Bewegung, die wir machen. Wir gehen wieder in die Hip-Bridge-Position. Nehmen wir mal wieder ein Bein nach oben und machen hier unsere Pulses nach oben. So, achten wir nochmal schön unsere hintere Kette. 40 Sekunden am linken Bein, 40 Sekunden am rechten Bein. Direkter Wechsel ohne Pause. Dann machen wir noch ein lockeres Cooldown. Und dann haben wir es geschafft. Wir starten. 5, 4, 3, 2, 1. Das Bein, was du willst, startet. Schön die Pulse nach oben. Drück dich fest mit deinem Fuß und deinen Schultern in den Boden. Und schau mal, wie viel du rausholen kannst. Ja, Hälfte ist geschafft. Gleich dran, wir haben gleich den direkten Wechsel. Das heißt, wir setzen nicht unten ab, der Po bleibt in der Luft. Das Ganze passiert in 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel dein Bein zum frischen Bein und wir gehen direkt wieder in die Bewegung. Das sind unsere letzten 40 Sekunden Belastung. Dann haben wir es geschafft. Come on. Hälfte ist geschafft. Let's go. Noch 10 Sekunden. Ich schaffe noch. Drück dich nochmal schön an deine Maus. 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Du kannst, wenn du möchtest, nicht einfach einmal umgehen. Gehen ganz kurz in die Kindsposen. Machen uns einmal lang nach vorne. Sack mir mal tief rein. Das haben wir auf jeden Fall durchgezogen. Fühl dich kurz. Die Streckung in meinem Körper. Komm langsam aus der Position raus. Wir stärken uns an einen. Lockern kurz die Beine.
schnapp dir deinen rechten Arm vor Brust. Schulter bleibt tief. Spür die Dehnung. Wir wechseln auf die linke Seite. Wir öffnen einmal beide Arme nach außen. Streck dich einmal. Und von hier klatschen wir einfach zusammen. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du mitgemacht hast. Das ist doch perfektes Workout für einen Donnerstag. Wir wünschen dir noch zwei schöne Tage in dieser Woche. Dann können wir nämlich jetzt Wochenende starten. Dann folgen wir nämlich zwei noch entspannter Tage. Bis dahin, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.